Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in meinem neuen Video. Ist jetzt ein paar Tage her. Ich war auch die letzte Zeit ein bisschen angeschlagen. Man hört es ja noch ein bisschen an meiner Stimme. Deswegen konnte ich jetzt nicht großartig rausgehen. Konnte fliegen. Es war zwar Sommer, es war heiß, aber Hitze, Klimaanlage, Ventilator hat mir den Rest gegeben. Na, ich halt mal ein bisschen krank. Wie gesagt, man merkt es immer noch ein bisschen. Aber das überstehe ich jetzt auch noch. Heute wollen wir wieder ein bisschen mit der Avata fliegen. Ich will ein bisschen rumprobieren. Ich habe jetzt noch ein bisschen im Simulator hin und her gespielt mit den Raids und will jetzt einfach mal schauen, ob ich meine super Flugkünste im Simulator auch hier mit der Avata draußen hinkriege. Und wenn nicht, wenn die Avata nicht das macht, was ich möchte, was ich im Simulator kann, dann werde ich mir eine neue bestellen. Beziehungsweise dann muss wirklich ein 5 Zoller her, weil cinematische Aufnahmen, alles schön und gut, kann man mit der Avata machen. Aber ich bin jetzt so tief in diesem FPV-Fieber drin, ich möchte jetzt auch ein bisschen Freestyle machen und prüfe ich jetzt, ob das heute mit der Avata so weit geht. Ohne diesen speziellen Hack, ihr wisst, was ich meine. Wenn es nicht geht, dann bestelle ich mir die nächsten Tage auf jeden Fall noch einen 5 Zoller. Und hoch mit der Kiste. Legen wir uns erst noch mal ein bisschen ein. Lass uns erst noch ein bisschen daran gewöhnen. Wie gesagt, ich bin jetzt die ganze Zeit hier in Uncrash geflogen. Habe da noch ein bisschen mit den Raids rumgespielt. Bin da mit 5 Zoller geflogen, mit Cinewhoop, wie jetzt die Avata eine ist. Ja, also und im Simulator hat es richtig gut geklappt mit Split S, mit Power Loops etc. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das mit der Avata heute auch hinkriegen. Und wenn nicht, dann, ja, dann muss ich wohl oder übel was anderes bestellen. Jetzt hab ich hier schon wieder irgendwas. Aber man merkt schon, den Bums, den die Avata hat, oder beziehungsweise den Bums, den sie nicht hat, ist im Simulator schon ein bisschen anders. Beziehungsweise im Simulator haben das alles ein bisschen mehr Bums. Okay, hier klappt der Power Loop schon mal so weit. Klappt auch zwischen den Bäumen. Recht bodennah. Werden wir dann sehen. Er klappt nicht. Also hat es nicht geklappt. Mein Powerloop. Ich habe die Avata jetzt auch wieder gefunden. Die lag hier direkt 5 Meter von mir im hohen Gras. Ist jetzt nicht viel passiert, ist halt nur ein bisschen dreckig geworden. Alles halb so wild. Ich habe sogar meinen ND-Filter noch. Ich breche ab. Wahnsinn. Also der ND-Filter ist auch noch da. Es ist so auf den ersten Blick nichts gebrochen, schaut gut aus. Na hier, wenn ihr seht, ist halt ein bisschen dreckig geworden. Hier vorne am Gimbal ein bisschen.
hier in den Prop Guard, ist halt überall ein bisschen Dreck, aber an sich, sie hat keinen Schaden abbekommen, sie ist nicht dreckig, sie ist nicht kaputt oder irgendwas, ist halt nur, wie gesagt, ein bisschen dreckig. Ja, dann würde ich sagen, prüfen wir nochmal, ob irgendwo ein Bruch ist, scheint aber nicht so. Wie gesagt, da kann man ja von der Warte halten, was man möchte, aber stabil ist es schon wirklich. Ja, also so schnell kriegt man das Ding nicht klein. Wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt auch schon das eine oder andere Mal, habe ich sie versenkt im Baum, jetzt hier auf der Wiese. Da waren ja schon ein paar Sachen. Und aber sie fliegt immer noch. Keinen Schaden davon bekommen, gar nichts. Da würde ich sagen, nicht lange schnacken, gleich wieder hoch und weiter geht's. Nicht mal eine Minute in der Luft gewesen und schon gleich ein Absturz. Das ist natürlich schon echt sehr geil. Das motiviert. Aber ich bin da ganz entspannt. Also, nächster Versuch. Wollen wir mal schauen, was jetzt hier geht. Und ab geht die Mittelfahrt. Also, ihr seht, fliegt. Keine Probleme. Alles gut. Boah! Also so ein Split S, ich weiß nicht. Das war jetzt auch schon wieder kurz vorm Abschmieren, oder? Wie hoch muss ich denn gehen, dass sie sich fängt? Ich muss ja oben vom Gas gehen, weil sonst drückt sie ja nach unten, dann habe ich ja noch weniger Zeit. Und wenn ich dann eben wieder auf dem Gas bin, kommt es mir meistens immer vor, dass er zu wenig Power hat, um das Ganze wieder abzufangen. Meter. Auf 30 Meter ist es gerade so irgendwie. 30 Meter und früh Gas geben, schafft sie den Split S. Oder mache ich grundlegend irgendwas falsch? Also man muss schon wirklich sehr viel Schwung nehmen, dass er den Split S auch schön macht. Powerloop durch Bäume, glaube mich jetzt schon gar nicht mehr. Flug endet im Crash. Mann! Ich habe mir jetzt das gute Stück schon mal angeschaut. Hier, jetzt zeige ich es euch auch mal. Ja, yeah, aber positiv, der ND-Filter ist noch dran. Also scheinbar halten die ND-Filter von Freewell viel besser und sind robuster als die von DJI selber. Yeah, ihr seht hier ordentlich Gras da drin. Schön die Wiese weggemäht. Ja, ansonsten bis auf Dreck hat sie wieder nichts abbekommen. Also man muss wirklich sagen, Hut ab, die geht gut ab. So meint sie sogar. Ja, wie gesagt, ND-Filter ist drauf. Die Props sind alle noch in Ordnung. Die Motoren drehen sich schön. Ist halt wieder nur überall ein bisschen Gras drin. Aber das ist ja kein Problem. Das habe ich schon rausgemacht. Hier die Prop Guards sind wieder ein bisschen dreckig geworden. Aber ansonsten, alles top. Ja, noch 36% mit der Erwarter. Bin am überlegen, ob ich noch einen zweiten Akku fliege. Ich probiere jetzt erst nochmal, wie die ganze Sache läuft. Wenn ich nochmal abstürzen sollte, dann lasse ich es für heute. Aber ich denke, die Sache mit einem 5 Zoller ist eigentlich gesetzt. Ich bin nur nicht überzeugt, welchen ich nehmen soll. Ich schwanke zwischen iFlight und Gap RC.
Ihr könnt mal drunter in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sache seht, zu welchen ihr tendieren würde und warum. Und dann ist die nächste Frage, bestelle ich den direkt dann beim Hersteller, also sprich dann direkt bei iFlight oder bei GapRC, oder bestelle ich den bei irgendeinem Zwischenhändler aus Deutschland oder irgendwo? Weil ich habe nämlich gesehen, dass da riesengroße Preisunterschiede sind zwischen dem Originalpreis aus China oder Zwischenhändler bei uns. Natürlich, ich weiß, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen Zoll dazu, aber ich habe mir auch sagen lassen, das habe ich also auch schon bei mehreren YouTubern gehört, dass zum Beispiel bei GapRC, wenn man da den Standardversand nimmt und nicht den Blitzversand oder wie das heißt, dass da kein Zoll mit dazu kommt, dass er dann so schön durch den Zoll durchgeht und man nichts bezahlen muss. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir probieren es nochmal mit der Avata und mal schauen, was jetzt noch passiert. Okay. Mal wieder manueller Modus. Motoren an. Also ihr seht, fliegt wieder ohne irgendwelche Probleme. Ja, kurzer Flug. Resümee, ein Akku, zwei Abstürze. Hör auf! Aber wie gesagt, positiv ist ja zumindest, es ist nichts passiert, es ist nichts kaputt. Ich habe meinen D-Filter noch, alles ist tutti. Dann, ich haue jetzt trotzdem noch einen zweiten Akku rein, einen fliege ich noch. Und dann, ja, war es das Ganze auch schon wieder für heute. Also, dann machen wir mal Akkuwechsel und weiter geht's. Und wieder ein verkackter Strohhalm. Meine Fresse, ey. Jetzt habe ich aber echt keine Lust mehr.
war jetzt der dritte Absturz und der zweite wegen so einem beschissenen Grashalm. Das kann doch wohl nicht sein. Ich meine, sie hat jetzt wieder keinen Schaden abbekommen. Mein Gott, die ist jetzt wirklich wie eine Sau, ne? Aber na, geh halt raus. Mein kaputt ist nichts. Motoren drehen sich alle super, Props sind alle noch ganz. Frame hat nichts abbekommen. Also stabil ist er. Aber warum stürzt sie heute wegen so einem kleinen Scheiß Grashalm immer ab? Ich kapier's nicht. Ja, na gut. Also gehen wir nochmal hoch. Und ich würde sagen, den Akku fliege ich jetzt noch und dann ist heute Zapfenstreich, weil das hat keinen Wert. Wir sind halt beide nicht so gut drauf. Die Avata nicht und ich nicht. Aber also ich habe keine Ahnung, woran das dort liegt. Heute macht es echt keinen Spaß. Ob das noch an meiner nicht auskurierten Kettlung ist ein bisschen, ob das an der Avata liegt, ob das an meinem Simulatorfliegen liegt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, den Akku machen wir jetzt noch leer. Und dann lassen wir das für heute. Wenigstens kein Absturz mehr. Also ich muss sagen, heute war wirklich ein sehr interessanter Tag. Hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwei Akkus verflogen, dreimal abgestürzt, aber toi toi toi, es ist nie wirklich was passiert. Von daher ist ja alles noch im grünen Bereich, ist ja alles noch gut. Es ist aber ärgerlich. Wie gesagt, unterm Strich, man hat heute wieder mal gesehen, die Avata ist sehr robust, also da kann passieren, was will. Die kriegt man eigentlich fast nicht kaputt. Also da muss schon wirklich extrem passieren, was passieren, dass da irgendwie was kaputt geht, gerade vom Frame her etc. Von daher schon mal positiv. Gut, dann würde ich sagen, schreibt bitte nochmal unten in die Kommentare, was ich vorhin schon mal gesagt habe, iFlight oder GapRC. Und wegen ihr bevorzugen würdet, wegen ihr, ich habe heute sogar einen Sprachfehler. Also iFlight oder GapRC, je nachdem, welchen ihr bevorzugen würdet und wie ihr ihn bestellen würdet. Ob ihr den direkt beim Hersteller bestellen würdet oder über irgendeinen Händler hier bei uns. Gut, dann vielen Dank nochmal wieder fürs Dabeisein. Schreibt Kommentare, Like. Über jedes Abo freue ich mich wie die Sau. Wir haben jetzt so fast 100 Abonnenten. Wer hätte es jemals gedacht? Jetzt im Moment, ab heute, ich glaube 91 Abonnenten. Das ist absoluter Hammer. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und wie gesagt, vielleicht erreichen wir ja doch schneller die 100 als erwartet. Also in diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Jetzt muss ich auf jeden Fall erst einmal einen rauchen, bevor ich irgendwas mache.